Ja, ich Richter, ich würde mich, glaube ich, nicht frei bewegen lassen, so. Markus hat mit einer Pistole einen Kiosk überfallen, eine Person bedroht, dafür 1,5 Jahre Haft bekommen, aber im Knast sitzt er nicht. Ich hab Bock, den kaputt zu hauen, aber ich hab kaputt gehauen. Stattdessen macht er eine Therapie und hier hat er sogar Ausgang ohne Aufsicht. Bringt's was oder ist das für ihn nur ein easy Weg, um aus dem Knast zu kommen? Moin, ja, alles gut? Hier ist mein wundervolles Bett. Viel gemütlicher als in der JVA. Ja. Na, und das war's eigentlich schon, mein kleines Reich. Warum hast du damals gesagt, okay, ja, ich fange hier mit einer Therapie an? Weil Drogen mein Leben kaputt gemacht haben. So. Ich bin durch Drogen im Knast gelandet, durch Drogen habe ich Straftaten begangen, durch Drogen habe ich meine Familie enttäuscht und ich habe mich selber auch kaputt gemacht. Deswegen, ich habe keine Lust mehr auf Drogen, weil es keine Möglichkeit ist. Wie war das so für dich, als du so das erste Mal hier reingekommen bist? Ich habe mich erstmal auf mein Bett gesetzt und erstmal realisiert, dass ich in Freiheit bin. Es war sehr frei so. Es war auch überfordernd auf eine Art. Inwiefern so überfordernd? Na, ich kann die Tür selber aufmachen. So keine Gitter vorm Fenster. Morgens bin ich aufgewacht, alles war hier dunkel. Ich dachte mir so, wann macht der Wärter die Zelle jetzt auf? Und dann ist mir eingefallen, dass ich aber frei bin. Für Markus ist das hier das erste Mal in einer Suchtklinik. Das Krasse, er kann sich komplett frei bewegen, auch außerhalb der Klinik. Heute darf ich dabei sein. Ich werde berühmt wieder. Markus war im Knast, weil er einen Kiosk mit einer Pistole überfallen hat. Schwere räuberische Erpressung. Was hat dich so dahin bewegt? Die Sucht. Ich hatte Suchtdruck. Ich habe das nur gemacht, weil ich auf Kokain war. Und dann mir dachte so, ja, ich mache das easy. Und ich dachte mir so, da habe ich Geld, da kann ich mir mehr Kokain kaufen und so. Das war wohl nichts. Die ganzen Konsequenzen, was das für andere Menschen bedeutet, blendet man das aus, wenn man dann da so reingeht? Ja, erst recht, wenn man auf Kokain ist. Man fühlt sich, als könnte man alles auf dieser Welt schaffen. So. Ja, auf Kokain, da blendet man alles aus. So. Jetzt geht's zur Gruppentherapie. Wenn Markus das hier jetzt verkackt, dann kommt er einfach wieder zurück ins Gefängnis. Wenn ihr mehr Bock auf so Orte habt, an die ihr normalerweise nicht hinkommt, dann lasst gerne mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Heute geht es um unterschiedliche Stufen der Abhängigkeit und warum man süchtig geworden ist. Ich habe als Kind nie gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen oder auf meine Gefühle zu achten. Mhm. Ich habe sehr früh angefangen, durch das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, meine Gefühle mit Drogen zu betäuben. Markus zieht mit 11 das erste Mal an einem Joint. Mit 14, sagt er, konsumiert er dann regelmäßig. Mit 18 kommt Koks dazu, bis er dann mit 21 im Knast landet. Erst da ändert sich was für ihn. Dann kann man schon hin. Na, ich war halt erst im offenen Vollzug und dann bin ich halt rausgeflogen aus dem offenen Vollzug, weil ich positiv war. Da habe ich die Eignung für den offenen Vollzug verloren, dann war ich im geschlossenen. Und da habe ich gedacht, nee, ich wollte einfach nicht mehr. Warum erst so spät, fragt der Therapeut. Ich brauche halt diesen, ich sag mal, Arschtritt, um zu checken, was Realität ist. So. Markus ist hier mit 22 der Jüngste. Manche hier haben schon mehrere Therapieanläufe hinter sich. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich da auch mit der ersten Therapie alles hinkriege. Aber ja, das Leben holt dich doch schneller ein, als du denken kannst. Ne? Mhm. So, für die restliche Sitzung lassen wir die jetzt mal alleine. Ich finde, was man so gesehen hat, dass die sich untereinander halt voll den Rücken stärken. Also die Leute, die mehr Erfahrung haben, geben halt Leuten wie Markus Tipps und ja, ich glaube schon, dass ihnen das sehr hilft hier. Sehr schön. Wie hilft dir das, wenn du von anderen Leuten hörst, was so deren Storys sind? Hier aus der Gruppe war die krasseste Geschichte, dass der, mit dem wir geredet haben, 20 Jahre im Knast war, raus, rein, drogenabhängig war. Und. Dass. Wie gesagt, dass man halt sehr viel verlieren kann, dass ein Menschen kaputt macht. Hier ist auch einer, der hat durch Drogenkonsum ein Loch in der Nase. Und das haben wir halt schon einen deftigen Tritt gegeben, den habe ich schon, der saß auf jeden Fall. Was hast du hier so in der Gruppe über dich gelernt?
über mich gelernt, dass ich weiß nicht, dass ich eigentlich ein besserer Mensch bin ohne Drogen. Dass ich viel mehr in mir habe, so als ich schon dachte. Als ich Drogen genommen habe, dachte mir so, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein Niemand. Aber ich bin ein Mensch, der gerade was macht gegen sein Problem. Ich bin ein sehr netter Mensch. So, mit mir kann man nicht über alles reden, so, das habe ich über mich gelernt. Ganz knapp, ganz wäre Markus nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden, hätte er übrigens 5 bis 7 Jahre gekriegt. Glaubst du, dass du im Knast eine ähnliche Entwicklung hättest machen können? Im Knast war ich so, ich muss zeigen, wer ich bin, so, weil man will ja nicht untergehen, wisst ihr. Also ich wollte zeigen, ich bin da, ich bin hier. So, weil im Knast wird, wenn du zeigst, dass du schwach bist oder irgendwie eine Schwäche sehen, dann bist du halt das Mädchen für alles im Knast. So. Dann musst du das machen, das machen. Aber mit mir macht man sowas nicht, so habe ich gezeigt. Markus kommt vielleicht gar nicht so rüber, aber er war echt gewalttätig. Schlägereien, Schutzgelderpressung, illegaler Waffenbesitz, sagt er. Dann überfällt er den Kiosk. Ich sage jetzt auch nicht so, oh, ich habe jetzt Bock, dir auf die Fresse zu schlagen oder so, ne? So, es ist halt irgendwie so, woher kam das? Ich hatte Bock drauf. Ich hatte einfach Bock. Ich sehe den, ich habe Bock, den kaputt zu hauen, aber ich habe kaputt gehauen. Ich hatte einfach Bock drauf, ich weiß schon warum. Ist einfach in meinem Kopf gewesen. Was waren damals so Sachen, weswegen du Leuten auf die Fresse gehauen hast? Mobbing. Damit hat es angefangen. Da habe ich die kaputt gehauen. So, und dann hat es irgendwann aufgehört, weil ich die kaputt gehauen habe und immer weitergemacht habe. So. Dann habe ich für mich gefunden, dass ich Schlägereien liebe. Wie war das so in der Schulzeit? Also, was haben die Leute da zu dir gesagt? Ach, das Übliche. Ich habe nicht zu denen gepasst. Ich war dick, so. Aber mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr, was die Leute denken, so. Früher habe ich einfach behindert gehauen, so. Er sagt, er benutzt die Drogen, um alles zu vergessen. Mobbing, aber auch den Tod seiner Oma. Jetzt hilft ihm die Therapie, damit umzugehen. Man vergisst kurz alles um sich herum. Ich meine, wenn ich das mache, das ist so, mein Kopf ist dann frei, sorgenfrei, alles, ich vergesse alles. Die ganzen Probleme, die ganze Sucht, meine Vergangenheit, die Knastzeit, so. Markus hat nach seinem Hauptschulabschluss zwischendurch im Garten Landschaftsbau gearbeitet und will nach der Therapie wieder damit anfangen. Wenn man jetzt so ein bisschen von außen drauf guckt, also ne, du kannst dich hier frei bewegen, ihr habt irgendwie mega krassen Garten, das Schloss. So ist dieses Therapie statt Strafe schon so ein bisschen, ich komme ein bisschen aus dem Gefängnis Freikarte? Für viele schon, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist natürlich, ich liebe es, aus dem Knast rauszukommen. So. Das ist auch ein Hintergedanke, aber ich will auch an mir arbeiten, meine Sucht bekämpfen, das war nicht der Hauptgrund. Aber es ist schon entspannter als Knast? Auf jeden Fall, viel entspannter. Und ich würde auch sagen, irgendwie sicherer. Und wie gesagt, hier sind keine Schlägereien. Hier, keiner kann dir irgendwas unterschmuggeln oder so. Du hast hier deine Ruhe, hast dein Zimmer. Wenn du mir jetzt beweisen müsstest, ey, ich habe mich geändert, so, was würdest du dann machen oder was würdest du sagen? Kannst mir hier Kokain hinlegen, kostet mir Gras nicht, frühst nicht an. Ich werde es nur nehmen, auf den Boden tun und kaputt machen. Aber ich werde das nie wieder anfassen. Und du kannst mir jetzt auch sagen, hier hast du 30.000 Euro, überfall den Laden, ich mach's trotzdem nicht. Weil was bringen die 30.000 Euro, wenn der Mann einen Schaden bekommt, vielleicht zur Therapie muss, weil er davon irgendwie einen psychischen Schaden bekommen hat. Was bringen wir also 30.000 Euro? Okay, ist, habe ich ein bisschen Spaß. Nach 2-3 Monaten ist das Geld weg, glaub ich. Das geht sehr schnell. Wenn man so viel Geld hat, das gebe ich sehr schnell aus. Schwer zu sagen, ob er das wirklich durchziehen würde. Am heftigsten ist die Versuchung außerhalb der Klinik. Gleich hat Markus Ausgang. Was bringt jetzt so eine Therapie im Vergleich zum Knast? Super schwer zu sagen, weil es keine konkreten wissenschaftlichen Vergleiche gibt. Aber den Staatsanwalt Wolfgang Bohn, der bewilligt zum Beispiel solche Anträge, wie Markus den auch gestellt hat. Er erklärt mir, dass nur Straftäter eine Therapie bekommen, die drogenabhängig sind. Aber genau das ist das Problem. Nach meinen Erfahrungen wird sehr schnell auf eine Betäubungsmittelabhängigkeit geschlossen. Die müssen wir immer differenzieren vom Betäubungsmittelmissbrauch. Also nicht jeder, der Drogen konsumiert, ist auch abhängig. Es gibt viele Leute, die konsumieren Cannabis,
Und da würde kein Mensch davon sprechen, die sind abhängig, nur weil sie Rauschgift konsumieren. Aber die Tendenz, sag ich mal, unserer Klientel auch zu sagen, ja, ich bin abhängig, die ist sehr groß. Nutzen die Straftäter dieses Angebot also nur aus? Schwer zu sagen, weil nicht erfasst wird, wie viele von denen, die die Therapie gemacht haben, wieder Drogen nehmen oder straffällig werden. Markus hat jetzt Ausgang. Dabei ist das Risiko für einen Rückfall echt hoch. Und jetzt kann ich aber rausgehen. Das alles, was du machen musst, einfach eintragen? Ja, und dann kann ich jetzt hingehen, wo ich will. Krass. Kannst du hingehen, wo du willst. Wenn hier so Leute mit einem Joint oder irgendwie sowas an dir vorbeilaufen, ist das nicht eine unnormal krasse Versuchung? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel einmal, ich habe von der Bank frisch Geld geholt. Sehe ich einen vor mir am Kiffen und ich war schon kurz davor, ihm zu sagen, dass er mir einen Zehner abgeben soll. Das war meine größte Versuchung. Da wollte ich schon, war ich schon so 90% davor, mir was zu kaufen. Da habe ich im Hinterkopf gehabt, wenn du was machst, fliegst du raus, gehst im Knast, enttäuscht deine Familie, enttäuscht dich selber. Ja, für mich ist wichtig, meine Familie nicht noch so, eher zu, so krass zu enttäuschen. Weil die haben schon genug durchgemacht mit mir. Viel Scheiße gebaut so, und das will ich nicht nochmal machen. Ich habe mit Markus heute jemanden kennengelernt, der sich auf jeden Fall verändern will. So, der will weg von den Drogen, der hat da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat man aber noch im Hinterkopf, der Typ hat halt auch mit einer Knarre einen Kiosk überfallen, einen Menschen bedroht. Sagt auch hier so, hey, ist alles chillig hier, viel easier als Knast. Also schon so ein bisschen dieses, ich komme aus dem Gefängnis frei damit. Aber ich finde am Ende so, die Therapie wirkt ja. Er ist auf dem Weg der Besserung, er ist gerade clean und das ist halt die Hauptsache. Wenn ihr das Video gefeiert habt, dann lasst gerne mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr auch keines unserer zukünftigen Videos. Und für mehr zum Thema Süchte, checkt mal dieses Video von meinem Kollegen Alex, der hat was zu Vapen gemacht. Dass ich dann nach dem Feiern gehen im Bett lag und dazwischen aufgewacht bin, so, weil ich keinen Sauerstoff mehr bekommen habe. Das Video verlinke ich euch hier oben und darunter gibt es noch was von unseren Kollegen von STRG F, nämlich zum Thema Weed Mafia, wie blutig ist unser Gras.